So, nicht viel Zeit verschwenden, wir wollen direkt weitermachen. Du bleibst hier. Wir werden hier noch mal ein bisschen Felder anlegen, um unsere Wirtschaft noch zu verbessern. Wie sieht's aus mit den neuen Leuten? Die können schon mal Holzfällerlage hier einrichten für die Zukunft. So, du gehst schon direkt hinterher. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht in Age of Empires 2. Ich bin so drin im Spiel, habe ich ganz vergessen, die Ankündigung zu machen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ihr wisst ja mittlerweile, worum es geht. Ja, ich war immer noch überlegen, ob ich hier auf was anderes umsteige statt Mang, aber die Mang waren gar nicht mal so schlecht bei der Zerstörung. Nicht genug Holz, ja, die kosten richtig viel Holz. Haben wir irgendwas auf Masse? Wir können sonst ein bisschen Holz einkaufen. Das ist relativ günstig. Vier Stück noch. Ja, jetzt geht uns das Gold aus. Ja. Und hier geht auch bald das Gold aus. Verdammt. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich hier doch noch in der Nähe irgendwas Interessantes finde. Du kriegst mal die 6. Mal gucken, wenn wir schon was Interessantes noch aufdecken. Oh Mann. Gemein diese Mission hier in meiner Unterzahl. Ich freue mich schon dann, wenn dann eine Mission auch mal kommt, wo wir dann mal ordentlich kämpfen können. Steine! Okay, alles klar. Das heißt, wir werden hier die Steine abbauen und direkt verkaufen dann. So, du bleibst einmal hier. Und ihr geht nach unten und werdet da unten abbauen. Ziehe ich vom Holz jemand ab? Ja. Komm, du und du, zwei Holzarbeiter weniger, aber die Steine sind jetzt gerade wertvoller. Die können wir schön verkaufen, um da Gold rauszuholen. Du bleibst hier unten als Verteidigung. Dann ein paar Mangen dazu. Was können wir verkaufen? Nahrung haben wir relativ viel. Noch ein paar Ritter zu holen. Mal, wir werden versuchen, direkt hier rechts einzusteigen am Anfang. Oh, mit 5 Rittern, 5 Mann. Wird ja lustig, wird ja sehr, sehr lustig. Was machen wir mit unseren Armbrustschützen? Bauen wir die wieder neu auf? 25 Holz, 45 Gold. Oh. Ein bisschen Nahrung verkaufen. Oh. 11 Stück ist doch schon mal was für den Anfang. Moment, ich bin überlegen, ob ich stattdessen lieber die Werfer nehme. 55 Nahrung, 25 Gold. Weil die sollen ja sehr gut auch gegen Gebäude sein. Und wenn wir dann eine Burg zerstören sollen, würde sich das doch dann eher an. So, kommt hier. Verteidigung zur Burg. Da habe ich die ganzen Leute verloren. Okay, das heißt, ich kann direkt schon mal wieder ein paar neue bauen. Leute, ihr sollt alle in die defensive Position S. Das macht die Burg. Dafür habe ich auch extra die Burg hier hingestellt, damit wir in solchen Situationen nicht platt gemacht werden. Wie viel haben wir denn hier unten? Ah, oh, das ist schon mal ganz gut. Ein paar Axtwerfer dazu. Was fehlt uns jetzt? Nahrung in diesem Fall. Okay. Wir werden mal ein bisschen. Ah, Holz verkaufen lohnt sich nicht. Oh, wir müssen Steine. Achso, ja, vielleicht soll ich dann noch Nahrung kaufen. Damit wir dann vorankommen. Machen wir eine gute Mischung aus Rittern und Axtwerfern. Ihr bekommt die 1. Die Axtwerfer sind dann die 2 und die Mangen sind die 3. So, ihr bleibt hier zur Verteidigung einfach stehen. Ich brauche auf jeden Fall viel, viel mehr Holz wieder. Um, naja, versuchen wir es trotzdem nochmal. Und wir noch eine weitere Burg bauen, hier oben zur Verteidigung oder was? Eigentlich nicht. Oh.
Die Mang, ja, das gefällt mir gar nicht. Die sollen mal hier auf S sowieso. Und dann hier hinten hin. Also ich wollte gerade sagen, Zeichen, aber ihr könnt. Ah, wir sind jetzt schon begrenzt an Einheiten. Okay. Also ihr seid die drei. Ihr kommt mal mit. Ihr werdet die vier. Eins, zwei. So. Ja, das war's schon an Leuten. Wollen wir noch mal ein bisschen. Achso, wir können ja noch ein bisschen was verbessern. Wachtürme, mach mehr Schaden. Nee. Alle Gebäude werden verstärkt, damit wir weniger Schaden noch reinbekommen. Okay. Pfeile erhöhen. Ja, ich weiß nicht, ob das hier dann für die gilt. Ich hoffe mal schon, dass sie auch denn den Boni bekommen. Ich will nur einen auswählen. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, versuchen wir es mal. Mal schauen, ob wir damit erfolgreich sind oder ob wir total floppen hier. Nein, nicht. Ihr geht hier dahin. So, und ihr heilt die Leute. Weil gleich kommen hier bestimmt ganz viele Leute raus. Mal ein bisschen was zerstören hier. Ihr wart so teuer und dann seid ihr doch nur Nahkämpfer. Also nicht komplett, aber. So, dann zerstört mir jetzt mal ordentlich was. Oh, mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Ja, so wenigstens ist der eine hier schon mal weg. Gut, wir haben jetzt schon mal einen weiten Weg geschafft. Den Eingang. Juhu! So, mal gucken, ob wir uns hier so ein bisschen Weg frei machen. Ich bin aber überlegen, ob ich mit den Mangen hier an der Seite durchgehe oder versuche direkt auf die Türme zu gehen. Ob die Türme, hoffentlich haben die nicht so eine Reichweite wie die Mangen. Doch, doch, sogar weiter noch. Aber wenigstens sind die dann nicht ganz so gut geschützt. Das heißt, erstmal die Türme hier weg. So. Bist da hinterher. Ihr sollt heilen hier. So, alle Mann hier hin. Na, ob das klappt. Ah, jetzt sind die ganzen Heiler natürlich auch noch weg. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Nee, nee, nee. Schloss noch nicht mal zur Hälfte runter. Oh, oh, oh. So viele Einheiten verloren. Bitter, bitter, bitter. Und die Axtkämpfer, naja. Komm, die brechen wir ab. Die können wir uns, glaube ich, sparen. Wie kommen wir denn da besser durch? Frage, ob wir mit dem Rambock das besser schaffen. Gute Frage. Erstmal brauchen wir wieder. Ach, wir haben hier ein paar Leute ja verloren.
So, du machst hier das Feld wieder neu. Und wir wollen hier ordentlich Felder vorbereiten. Ihr sorgt dafür, dass wir hier ganz viel Holz kriegen. Und ihr zwei fangt an hier. Oh. Ach, das ist wieder dieses Mordloch-Geschichte. Die Minimum-Reichweite noch von der Burg. Das heißt, sie kann nicht über die Entfernung kriechen, über die kurze, nur über lange Entfernung. Das werden wir natürlich jetzt mal beenden, die Geschichte. Das heben wir mal auf. Ja. Aber wir haben ordentlich Nahrung dazu bekommen, was gar nicht mal so übel ist. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir die Ritter noch verbessern. Moment. Kavallerie, eine Angriffsstärke mehr dazu. Wir müssen die Rüstung noch erhöhen. Ordentlich Ritter machen. Gold ist jetzt komplett verbraucht, ja. Ein Herr aus Rambergen? Wie original. Okay, Artisan. Okay, Artisan. So, sind denn alle gleich wieder repariert? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ah, der muss natürlich noch repariert werden. Wo werden wir denn jetzt angegriffen? Ach, da außen wieder so eine Mini-Einheit hier. Gut. Ja, die Mönche haben ja richtig viel gerissen. Ich habe sie vorher ein bisschen spät losgeschickt. Aber einen können wir uns mal gönnen, wenn wir Gold hätten. Nicht. Oh, jetzt zerstören sie sich doch hier noch gegenseitig, oder was? Reparieren soll ihr euch hier. Bisschen Nahrung verkaufen. Ein bisschen Gold bekommen. Noch ein paar Rammböcke dazu. Vielleicht hilft das Ganze ja. Mal gucken. Ich glaube, das hier besser als mit den anderen. Mit den Mangen. Ich denke mal, ich werde noch mal einen zweiten Stall dazu bauen. Auch können wir auch hier vorne noch mit hin machen. Damit das Ganze auch ein bisschen schneller geht. Was macht eigentlich unser Stein da unten? Ne, die ist fertig, aber... Warte, machen wir noch mal ein bisschen Nahrung hier dazu. Was macht unser Steinprojekt da unten? Oh, kommt auch voran, so ganz langsam. Bauen wir das immer schnell aus. Damit die auch schneller arbeiten können. Du beschützt weiterhin. Sehr gut. Ihr geht wieder auf Verteidigung. Nein, Mann. Ignorieren. Mann, die können auch echt nerven, die Mangen. So, wisst ihr was? Jetzt erstmal hier hin. So, jetzt haben wir wieder das Maximum erreicht. Aber gut, wir werden mal versuchen, das ganze Ding nochmal zu stürmen. Vielleicht klappt das ja besser. Ihr kommt mal mit dazu. Dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Schaden mit ab. So. Aber wir können sie leider nicht wirklich viel verbessern. Was machen wir denn nochmal? Ja, das Einzige ist, dass wir ihnen noch ein bisschen mehr Leben geben. Warte mal, ihr wartet mal jetzt kurz hier. Dass wir mit allen drauf losstimmen. Mal gucken, ob die Rammböcker schaffen werden, ihr das alles zu zerstören. Nein, 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 nein.
So, aus dem Weg hier rüber. Ach gut, nicht in der Reichweite der Burg. So, jetzt sind die Ramböcke auch gleich dran. Ran da jetzt an die Burg. Konzentrieren wir das Feuer dann auf unsere Ritter. So sollte das hoffentlich jetzt alles ein bisschen schneller kaputt gehen. Na komm, geht doch. Geht doch, die Burg ist weg. Yes, komm schon. So, Ruhe hier. Ja, ja, da kümmere dich mal um uns, ne? Das wollen wir mal sehen. So, ein Mönch können wir uns gönnen, ne? Greifen Sie uns jetzt an. Nicht sterben! Oh, Johanna! Oh. Wow, 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 wow. Da habe ich mal nicht aufgepasst. Das wäre übelst gewesen. Mal schnell heilen. Oh nein, jetzt zerstören die natürlich den ganzen Mang hier. Oh, komm schon. Die paar einzelnen Ritter hier, das gibt's doch gar nicht. Ah, komm schon. Ihr überlebt das hier, oder was? Auch nicht die ganzen Ramböcke jetzt auch noch verlieren. Wo sind denn jetzt die Priester? Hm, komisch. Die Mönche sind nicht da. Oh Gott. Na, dann tötet. Versuchen wir uns zu töten. Die Ramböcke sind total schlecht gegen die Ritter, wie man hier sehen kann an der Stelle. Aber nochmal ordentlich hier verkaufen. Okay. Nochmal ein paar Ritter dazu holen. Ist Johanna wieder geheilt oder gerettet? Diesmal stecken wir sie hier in die Burg. Wow. Okay. Knappe Kiste, aber wir haben es geschafft, zum Glück. Na komm, ihr kümmert euch hier um den Rest, wa? Mit der Burg zusammen. Okay. So, irgendwie müssen wir jetzt mal unsere Leute sammeln. Da. Ihr bleibt hier unten zur Verteidigung. So. Und du kümmerst dich darum, jetzt alle anderen hier nochmal zu reparieren. Und die dann auch wieder einsatzbereit sind für den Kampf. Oh, wir kriegen echt fast gar kein Gold mehr hier. Das ist ja echt lächerlich. Was ist mit unseren Arbeitern? Warum arbeitest du nicht? Du hast auch nichts zu tun. Du kannst mal ein bisschen abbauen hier. Ich glaube, du brauchst noch einen zweiten Priester dazu. Den geht das schneller. Aber die Burgen haben sich auf jeden Fall gelohnt, hier, hier zu positionieren. Ich glaube, sonst hätten wir schon verloren. Wow. War ja schon nicht ohne, also... Ja, mal gucken, wie die anderen jetzt sind. Wir müssen ja insgesamt 3 Burgen zerstören, der Briten. Eine haben wir ja schon mal.
Sonst hat sich hier nichts aktualisiert. Nö. Gut. Die sind wieder volle Pulle. Das schicke ich da wieder hin. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ritter. Bevölkerungslimit ist erreicht. Jo. Meinetwegen, okay. Wir setzen sonst schon mal euch hier auf Warteschleife. Nicht genug Gold, ja, wir verkaufen mal hier. Naja, wenn ein paar von denen hier sterben, ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir wieder mehr Platz für neue Einheiten. So. Hey, Güte, wie die alleine das hier alles regeln, ehrlich. So, du baust noch mal ein bisschen hier was an. Wie sieht es da unten aus? Oh, die haben alles abgebaut. Yes, da ist noch Gold. Oh, sehr gut. Das ist ja natürlich jetzt mal richtig geil. Aber der einzige Schutz, der da unten für die war, nicht mehr da. Der wird dann wieder ersetzt durch einen neuen. Gut, ihr kommt mit dazu. Ja, jetzt ist die Verteidigung hier natürlich sehr, sehr mauer, aber ich hoffe mal, wenn wir jetzt das nächste Lager zerstören, sollte sich das sowieso alles gelegt haben. Mal wieder auf Masse an Rittern. Ein paar Rammböcke dabei. Sollten wir hoffentlich dann im Moment Durchschlagskraft, Infanterie, Kavallerie. Ja, Schuppenpanzer, immer her damit, das ist gut. So, ihr könnt ja sonst noch so als letzte Verteidigungslinie hier bleiben. Ich würde sagen, hier geht es uns einfach mal hier in das Schloss mit rein. Ah. Da ist ein Ritter. Danke, Mönch. Und der kann doch auch von hier drin aus heilen. Zumindest gab es doch irgendwie so eine Erweiterung. Ein Quartier der Einheiten heilen vielfach schneller, ja. Moment. Das heißt dann, wenn ich eben mal. Nee. Johanna, du sollst noch nicht raus. Der Mönch ist auch raus. Du bist hier einquartiert, weil dann kannst du nämlich hier diese Einheiten heilen, die hier oben noch irgendwie sich verstecken. Ja, die hier. Okay, wir haben wieder das Maximum erreicht. Wir werden nochmal schnell die Felder erhöhen. So, du sollst dann noch ein Feld anlegen. Kaufen wir nochmal schnell Holz. Gut, los geht's. Auf Richtung Burg 2. Aber mal gucken, ob das so auch so gut klappt, wie hier eben am Anfang. Oder ob wir wieder Mangen kaufen müssen. Ah, echt ärgerlich, die ganzen Mangen, die wir hier verloren haben. Jetzt wäre diese einzelne Einheit hier. Kann ich die nicht übernehmen? Geht nicht, weil... Ihr zwei kümmert euch jetzt darum. Gut. Gucken, wie die hier ausgerüstet sind. Wir werden sie auf jeden Fall mal angreifen. Oh, das sind nur... Ach, Langschwertkämpfer an der Klasse. Die sind ja gar nicht mal so ohne. So, die werden wahrscheinlich hier durch ein Tor kommen. Jo. So, und ihr kümmert euch jetzt hier rum. Killt sie hier alle. Von der Seite brechen wir hier ein. Ah, ich glaube, ich nehme doch mal lieber zwei Priester wieder mit. Ein bisschen was zu heilen. Ah, vielleicht sollten wir hier durch sein. Die ersten Mauern.
Was blöd ist immer dieser Tower hier oben. Aber na gut. Wie es weitergeht, sehen wir dann gleich in der nächsten Folge. Bis gleich. Haut rein, Leute. Ciao.